Schön, dass ihr alle gekommen seid. Darf ich vorstellen? Das ist der Fridolin. Fridolin ist eine Schildkröte. Eine Landschildkröte, um genau zu sein. Fridolin wohnt in dem großen Garten hinterm Haus. Er ist also gewissermaßen eine Gartenschildkröte. Für eine Schildkröte ist so ein Garten riesig groß. Viel größer als für dich und für mich. Das kommt, weil Schildkröten ganz langsam laufen. Manchmal ist das sehr, sehr mühselig. Wenn du nach hinten in den Garten möchtest, bist du im Nu da. Für eine Schildkröte ist das aber eine gewaltige Reise. Sie braucht dafür einen Tag oder noch länger. Bloß gut, dass Fridolin es nie eilig hat. Weil Fridolin so langsam läuft, sieht er natürlich mehr. Das Allerschönste, was er je gesehen hat, ist der Regenbogen. Wie kommt es nur, dass der Regenbogen so schöne Farben hat? Zu Beginn unserer Geschichte schläft Fridolin tief und fest. Vorher hat er sein Bäuchlein ordentlich vollgefressen. Und danach ist er unter einen großen Blätterhaufen gekrochen. Nun hält er in aller Ruhe seinen Winterschlaf und hat viel Zeit zum Träumen von den Farben des Regenbogens. Ein Kind spielt im Garten Schneeball. Klatsch, bumm! Ein dicker Schneeball landet genau auf Fridolins Rücken. Das Kind aus dem Haus hat eine Schneeballschlacht gemacht. Voll daneben! Ja, voll getroffen soll das wohl heißen. Jetzt sehe ich bestimmt aus wie eine Schneeschildkröte. Da steht der arme Fridolin bis zum Hals im Schnee. Eine frostige Art geweckt zu werden, wenn man gerade so schön schläft. Das ist ja ganz leer. Nirgends mehr Pflanzen und Bäume. Das heißt, da sind schon welche, aber die sehen ganz anders aus. Die haben keine Blätter mehr und alles ist ganz kahl. Der Schnee auf Fridolins Rücken beginnt zu schmelzen und Wasser tröpfelt ihm den Nacken hinunter. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Nun weiß er sicher, dass er zu früh wach geworden ist und verkriecht sich lieber wieder in sein warmes Winterquartier. Als Fridolin aufwacht, ist alles verändert. Der Garten ist voller junger grüner Pflänzchen, die aus der Erde sprießen. Zwischen den frischen Blättern der Bäume bauen die Vögel ihre Nester aus Gras und Zweigen. Zufrieden marschiert Fridolin über den Rasen zum Hühnerstall. Warm scheint ihm die Sonne auf den Rücken. Bei den Hühnern ist es meistens sehr witzig. Sie finden immer etwas, worüber sie gackern können. Guck mal da, ein völliger kleiner Bein. Sie haben noch nie eine Schildkröte gesehen. Nur gut, dass Fridolin es nicht hört. Guten Tag, Frau Henner.
Die Vögel haben es gut. Sie beachten den Zaun überhaupt nicht, sondern fliegen einfach darüber weg. Die Vögel kennen Fridolin sehr gut. Manchmal setzen sie sich völlig unbemerkt auf seinen Rücken. So reisen sie ein Stückchen mit. Fliegen und muss mal nachdenken. Hast du inzwischen auch die Eier auf? Okay. Fridolin, ich habe hin und her überlegt. Ich glaube, blau ist nicht die richtige Farbe für dich. Du solltest dir lieber etwas anderes suchen. Schade. Die Menschen haben ihre Fenster weit geöffnet. Vielleicht essen sie heute Abend sogar draußen. Fridolin ist im Gemüsegarten angekommen. Das trifft sich gut, denn es ist Zeit für einen kleinen Hap. Fridolin hat großen Appetit auf ein leckeres Salatblatt. Oder lieber eine saftige Tomate? Aber wozu eigentlich diese schwere Entscheidung? Am besten, er isst beides. Was denn das für eine Hektik hier? Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit! Keine Zeit! Eine Horde von Marienkäfern fällt aufgeregt hin und her. Es sieht aus, als spielten sie fangen. Hier ist der Frolling mit ihren rot-schwarz gepunkteten Flügeln. Entschuldigung. Kann ich Sie mal was fragen? Keine Zeit, keine Zeit. Siehst du denn nicht, dass den Flügel sich eilig habe? Vielleicht können Sie mir sagen, ob ich auch einen Rothaarrücken bestehen würde. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit für Ihr merkwürdiges Erwarten. Wichtige Frage für mich. Ja. Aber wenn ihr mir dann keine Antwort geben wollt, fragt halt jemand anderen. Nur, dass ihr das wisst. Fridolin macht sich auf den Weg zum Teich, der mitten in die Menschen aus dem Haus sind im Urlaub. Das Gras steht schon sehr hoch, weil niemand es mäht. Dadurch kommt Fridolin mit seinen kurzen Beinchen noch schwerer voran. Im Teich wohnt ein dicker, grüner Frosch. Als Fridolin näher kommt, hüpft der Frosch mit einem riesen Sack ins Wasser. Er will Fridolin zeigen, wie gut er springen kann. Ich bin die wellende Walle. Hallo Fridolin, schönes Schwimmwetter heute. Hast du Lust auf einen Kopfsprung ins Wasser? Ach nein, danke. Ich bin doch keine Wasserschildkröte. Mir ist es hier am Ufer schon nass genug. Aber vielleicht kann ich dich mal was fragen. Vielleicht kann ich dich mal was fragen. Was ist denn los, Fridolin? Weißt du, ich suche nämlich eine passende Farbe für mich. Und da wollte ich dich mal fragen, meinst du nicht, dass grün mir auch stehen würde? Ich glaube nämlich, grün ist eine sehr schöne Farbe. Ja, Fridolin, quack. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich schwimme lieber in meinem Wasser. Wenn ich es mir recht überlege, eine grüne Schildkröte, das würde mir nicht gefallen. Such dir lieber eine andere Farbe. Quack, quack, quack. Na gut, da werde ich halt weiter. Gina, guck mal hier. Auf einer Blume entdeckt Fridolin
plötzlich einen wunderschönen violetten Schmetterling. Seine seidigen Flügel klappen langsam auf und zu. Der fliegt bestimmt gleich weg. Hallo, Frau Schmetterling, hallo. Sie haben aber schöne, prächtige violette Flügel. Sagen Sie, was meinen Sie? Ich glaube, dass Violett auch eine schöne Farbe für mich wäre. Keine Antwort. Nur der Wind rauscht in den Bäumen. Liebe Frau Schildkröte, das ist ganz einfach. Es gibt schöne Tiere, so wie ich eines bin. Und es gibt gewöhnlich unauffällige Tiere, so wie Sie eines sind. Das ist ganz einfach. So, das ist nämlich der entscheidende Unterschied. Verstehen Sie? Ja, ja. Ja, ja. Eigentlich. Nein. Nein. Aber der Schmetterling ist so schön, dass er schon gar nicht mehr zuhört. Abgewählt. Und die knacken nun bei jedem Schritt unter Fridolins Füßen. Schwupp! Da! Ein orangefarbenes Eichhörnchen. Das läuft am schnellsten von allen Tieren hier im Garten. Fridolin dreht seinen Kopf nach links und er dreht den Kopf nach rechts. Er muss einen ziemlich langen Hals machen, um seinen Panzer richtig sehen zu können. Braun ist eigentlich eine sehr gewöhnliche Farbe. Aber sieht er das wirklich richtig? Vorsichtshalber guckt er nochmal nach. Fridolin stockt der Atem. Dass ich von jeder Farbe etwas auf meinem Panzer habe. Und das bedeutet, ich bin eine richtige Regenbogenschildkröte. Fridolin ist völlig aus dem Häuschen. Und hat so viel geredet. Der erste Schnee ist bereits gefallen. Höchste Zeit. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Sonst habe ich gar keinen Winterschlaf gemacht und das neue Jahr fängt.
Müde blinzelnd kriecht er in sein wohliges Winterquartier. Ein letztes Gähnen und schon schläft er ein. Betten? Ihr wisst, von was der Fridolin träumt? Und jetzt denkt mal an den Anfang. Von was träumt der Fridolin am liebsten? Was mag er am liebsten? Simone? Richtig. Der Fridolin hält Winterschlaf und träumt vom Regenbogen.